nicht. Also letztlich ist Pudding für Bushido, was Bushido für Arafat ist. Ne? Aber so leid tut es mir jetzt auch wieder nicht, weil er auch einfach immer ein Unsympath war. Ey, und die Leute denken, ich bin hart. Ey, egal, was ich jemals gesagt habe, die haben anders Hopsenamerei hier. Ich kann das nicht, ich bin nicht ebenbürtig, ich bin unwürdig. Also, neuer Podcast, fest und flauschig. Ich kann das auch mal einschmensen hier. Ich habe aber im Hintergrund den Player an. Minute 11 soll ein Ausschnitt sein, der für uns interessant ist. Dass sie wirklich, das ist ja wirklich die erste Mind Control, die du kriegen kannst. Umso länger du dich mit dieser App, die ich nicht besitze, doch ich habe mir mal einen Account gemacht, aber habe sie runtergenommen, die App. Du bist ja wirklich da wirklich der gläserne Kunde. Da wird alles so gemacht, damit du da einfach nur dran bleibst. Alle Informationen über dich kommen raus. Oh, hier kommt gerade eine gute Nachricht von Sven Meyer. Können ich habe sie auch gerade bekommen. Verraten. Hast du auch gerade bekommen? Ich habe sie auch gerade bekommen und ich muss mal sagen, ey, richtig geil, dass Sven Meyer an seine E-Mail einen PGP-Schlüssel mit anhängt und seine E-Mails normalerweise verschlüsselt verschickt. Was für ein Profi, Alter. Das ja, gibt's doch gar nicht. Profi. Das hättest du wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, aber das ist natürlich, ey Sven, Hut ab, tip to the head. Tech to the Head, der übrigens immer unsere Sendung auch hört und gerade für uns im Auftrag unterwegs ist, alles weitere in einer der nächsten Sendung. Total geheim noch. Es wird ein riesengroßes, es wird eine riesen Überraschung wird es werden. Jan, ich lese dir mal was aus meinem Zettel vor. Mal gucken, ob du... Warte mal, CR, die Folge, die letzte Woche rauskam, haben die viel Real Talk über Bushido erzählt. Du meinst die letzte Fest und Flauschig-Folge? Die habe ich nicht auf dem Schirm. Adam, machst du das auf dem Schirm? Darauf reagieren kannst und weißt, welches Thema ich ansprechen will. Okay. Pudding ist in Dubai gelandet. Ja, natürlich. Das ist, Pudding ist das Einzige, worum sich Anis selber kümmert. Er steht um 11 Uhr auf, frühestens. Aber ja. Pudding, wenn Pudding irgendwas hat, dann ist Anis sofort zur Stelle. Dann steht er auch manchmal um 6 auf. Für die Kinder nicht. Aber wenn der Hund husten hat. Wenn der Hund, ja. Ich habe den zweiten Teil der Bushido-Doku auf RTL tatsächlich sogar auf der App mir angeguckt. Ich leider noch nicht. Pudding ist ein irgendwie 80 Kilo, 50 Kilo schwerer. Ich weiß nicht, es ist ein Dings hier. Wir haben einen Lawinenhund aus der Sibirien bestellt, seit 3 Jahren Mitglied. Der immer Bushido größer rausgeholt. Der hat Bushido rausgeholt aus der Geldlawine von den Abu Shakas, hat er ihn rausgeschnüffelt. Pudding ist einfach ein super schwerer Hund, der auf alle Fälle dafür gemacht wurde, in sehr kalten Regionen zu wohnen. Und dieser Hund ist in Dubai angekommen. Ich musste mir die zweite Staffel angucken. Und dann rennen die nachts um 1, 10 Minuten mit dem Hund raus. Dann scheißt er. Ansonsten ist er in der klimatisierten Wohnung von denen, kann sich nicht bewegen. Und Bushido sagt so, ja, das ist ja voll der Hingucker, der Hund. Die meisten Leute, die Nachbarn, die haben alle so kleine Wauwaus nur. Ey, warum haben die nur so kleine Wauwaus? Weil da draußen 50 Grad sind und dieser Hund auf alle Fälle die ganze Zeit nur leidet. Und ich will auch gar nicht wissen, wie der nach Dubai gekommen ist, so einen Hund zu transportieren. Der muss Todesangst gehabt haben. Und dann kuscheln die mit dem Hund. Der Hund kuschelt aber nicht zurück. Der liegt da einfach nur apathisch auf dem Boden. Und dann sagt er immer, das ist die Liebe meines Lebens, Pudding. Also Pudding ist jetzt so lange in der Familie. Pudding ist so wichtig. Und du siehst einfach, Pudding ist ein Hund, der in einer völlig falschen Region lebt, der komplett gebrochen ist, der aus Sibirien erstmal nach Berlin musste, von Berlin nach Dubai, er gibt den Hund den Gnadenschuss, ja. Ganz ehrlich. Also letztlich ist Pudding für Bushido, was Bushido für Arafat ist. Ne? Oh mein Gott, ey, da hat mein Herz ein bisschen wehgetan, ehrlich gesagt. Er sagt, gib denen den Gnadenschuss. Das ist so gemein. Also der arme Hund, ey. Ey, die müssen den wirklich abgeben, ey. Wirklich, bei 50 Grad, kein normaler Mensch lebt da, Alter. Das ist schon wirkliche Quälerei, Alter. Oh Mann, ey. Ja, ja. Was hat er gesagt mit Arafat? Der komplett gebrochen ist, der aus Sibirien erstmal nach Berlin musste, von Berlin nach Dubai, er gibt den Hund den Gnadenschuss, ja. Ganz ehrlich. Also letztlich ist Pudding für Bushido, was Bushido für Arafat ist, ne? Ja, ja. Ey, Jani, er ist sein Hund. Egal, was ich jemals gesagt habe, die haben anders Hopsenamerei hier. Ich kann das nicht, ich bin nicht ebenbürtig, ich bin unwürdig. Sehr ehrlich. Und
Ich sag's jetzt einmal, was mich immer nervt, sobald wir über sowas reden, kommen irgendwelche in die Jahre gekommenen Online-Magazine wie hiphop.de und machen Überschriften wie Schulz und Böhmermann äußern sich über Bushido und so. Ey, hört auf, es interessiert mich nicht. Hört auf, unseren Podcast zu hören oder was rauszuschreiben. Also ihr Das ist so geil, ey. Das ist so gut. Ein mickrigen, in die Jahre gekommenen Online-Magazine. Ist mir egal. Auch Rolling Stone und hier Musikexpress mit. Die Hälfte der Deutschen mag Böhmermann nicht. Wir haben eine Umfrage gefunden. Habt ihr gar nicht. Ihr schreibt irgendwo ab. Dann schreibt den 22. Bob Dylan-Artikel bitte. Wirklich. Oder den 555. Macht irgendwas. Versucht euch nicht in diese Boulevard-Scheiße zu bringen, um relevant zu sein. Wenn ihr ein Musikmagazin seid, dann macht irgendwas Relevantes mit Musik, wo man denkt, geil, die haben Morrissey interviewt, auch in seiner schwierigen Phase. Hast gehört, Jan, das neue Morrissey-Album? Nee, hab ich nicht ist gehört. Verschoben worden. Ach so, hat ein neues Album aufgenommen und jetzt kommt's. Hm. Ich habe geglaubt, musikalisch wird es wahrscheinlich gut sein, textlich, keine Ahnung. Also ich muss sagen, die beiden sind absolut, oder gerade der Olli, absolute Weltmeister in Themenwechseln. Das war's schon. Kurz Hip-Hop.de von Seite geschmust. Und das Geile ist, wir werden es trotzdem machen, Hip-Hop.de auch. Trotzdem werden wir das reinbringen. Normal, Bruder. Die Miete zahlt sich nicht von alleine. Andere Episode ab Minute 14, die können wir auch nochmal reingehen. Die wurde uns auch empfohlen. Aber jetzt muss ich mal suchen kurz. Also eine hier. Möbel, neue Sachen. Ich lasse mich mit Bushido und. Wie breit ist denn dein Bett? Sag mal, wie breit ist dein Bett? Mein Bett ist nur 1,80, aber ich war mir sicher, dass es 2 Meter lang ist. Ey, da kann, du hast es auch gesehen, ne? Die erste Folge der neuen Bushido-Doku. Keine Ahnung warum, aber ab und zu braucht man so einen Trash nochmal. Und ich bin da hängen geblieben. Ja. Und es ist wirklich unglaublich. Die erste Staffel oder die erste Doku war ja der ganze Kampf mit Abu Shaka. Und jetzt alles für die Familie, wird der gesamte Umzug gezeigt. Aber das Schlimmste finde ich wirklich, dass die 4 wirklich süßen Kinder vor der Kamera ohne Eltern interviewt werden, da ist mir echt, da habe ich mich so aufgeregt schon wieder. Und die Kinder sind wirklich süß, die können da gar nichts für, am allerwenigsten von allem. Aber Bushido sieht aus, als wenn er absoluter Mental Case ist. Ich will jetzt auch gar nicht gehässig sein, also, aber der sollte mal Auszeit vom allen nehmen. Ehrlich, der sieht nicht gesund aus. Ja, ich habe mich auch gefragt, warum sie das machen müssen. Ich glaube, es hat finanzielle Gründe, anders kann ich mir das gar nicht erklären. Ach was, meinst du wirklich, nach diesem Verfahren und allem, was er verloren hat, dass das finanzielle Gründe sind, dass er mit seiner Familie, mit seinen 7 Kindern nach Dubai abhaut, der ist komplett fertig, der Typ. Ey. Der hat Schiss, der kann nicht allein auf die Straße gehen. Das ist ein absoluter Psychoterror seit vielen Jahren, aber es ist trotzdem so traurig, beziehungsweise auch sehr belustigend, sich anzugucken, wie 20 Minuten dieser Reportage damit verbracht werden, wie die beiden diskutieren, wie das Sofa hingestellt werden müssen, weil es wahrscheinlich so arschlangweilig ist. Und dann hat er seinen Geburtstag gefeiert und du siehst einfach, die Leute am Tisch sind nicht seine Freunde. Ja. Das sind eigentlich. Hey. Ich muss manchmal lachen, weil voll oft, wenn wir das hier gucken und analysieren und unser Spaß drüber machen, denke ich, ey, sehen nur wir Freaks das? Sind wir so eine Hip-Hop-Freaks? Wir gucken das, wir beobachten ihn, sehen nur wir das? Sieht der Rosberg das nicht? Sehen das normale Menschen nicht? Deswegen tut gut, wenn so Leute wie Olli und Jan, die komplett sich so damit nicht so, die sich damit nur so am Rande beschäftigen, das auch sehen, Alter. Das ist wichtig für mich, weil sonst müsste ich mich echt mal bald einweisen lassen. Welche Leute, die Influencer sind, die, wie heißt diese Maria, seine Frau da, wie heißt die Maria? Anna Maria Ficicci. Anna Maria Ficicci auch genannt. Ficci da irgendwie organisiert hat, damit überhaupt jemand Ficicci da ist. Ja, Dennis Aogo ist da, aber er wird in den Aufnahmen von der Geburtstagsfeier auch nur so 2-3 Mal gezeigt. Es wirkte so ein bisschen so, als wäre er mal kurz da gewesen und dann hätte er wieder einen Anschlusstermin gehabt. Mhm. Irgendwie Fiona Erdmann und diese ganzen Dubai-Influencer laufen dann darum. Was ich bemerkenswert fand, ist, dass er immer noch, also obwohl er wirklich, ehrlich gesagt, er hat ganz schön viel kaputt gemacht für seine Familie und seine Frau, dass er immer noch so die Angewohnheit hat, bis 15 Uhr zu schlafen oder bis 11 oder bis 12 und dann an seinem Geburtstag, während da unten 20 Leute die Wohnung einräumen, die Treppe runterläuft, mega schlecht drauf ist, wie so ein Teenager, wie so ein 15-Jähriger und einfach sein Tag erst so nach dem Mittag beginnt, während seine Frau schon irgendwie die Kinder fertig gemacht hat und die Kinder schon fast wieder zurück aus der Schule kommen. Und da habe ich gedacht, Alter, dass sie das mitmacht, Alter, das ist echt ganz schön krass, ey. Und ich fand auch interessant an der Doku herauszufinden, welche Produkte
mittels Product Placement bei RTL platziert wurden. Einmal ganz auffällig so eine Cola-Marke gehalten. Dann glaube ich auch, dass dieser ganze Dubai-Aufenthalt, dass da auch Dubai-Tourismus so ein bisschen mitspielt, weil natürlich tolle Bilder von diesem absolut tolle Auto, Bilder. Auto, diese Skyline Land. Immer. Ja, und dieser komische Burj Khalifa-Turm, der immer gezeigt wird und so. Also ist auch so ein bisschen Werbeshow für Dubai. Also was mir aufgefallen ist, wie schlecht der Sprecher der Doku war. Ist dir darauf aufgefallen? Also unglaublich komplett, schlechter Sprecher. Komplett. Ja, Shoutout an Rosberg. Der denkt so, der hat was Mieses produziert. Random immer irgendwie alle 30 Minuten ab und zu sagt er mal was sehr Ernstes da rein. Genau. Und natürlich muss auch sagen, die Kinder sind wirklich wahnsinnig niedlich, diese Drillinge. Auch bei Instagram. Auch die vier anderen. Also das ist ein alle, also sieben unglaublich tolle, süße Kinder, die irgendwie auch, die wirken. Vielleicht ist aber auch ganz gut, dass der Vater bis 15 Uhr schläft, damit die Kinder sich weiter so cool entwickeln können. Vielleicht ist es auch einfach richtig so, dass er einfach oben im Schlafzimmer bleibt und sich noch eine Xanax reinhaut oder so. Keine Ahnung, es tut mir auch leid, aber so leid tut es mir jetzt auch wieder nicht, weil er auch einfach immer ein Unsympath war. Ey, und die Leute denken, ich bin hart. Aber ich kann nicht mehr. Ey, Junge, das ist so hart, ey, das ist anders hart, ey. Okay, Leute. Und die Leute denken wirklich. Und die Leute schreiben immer, ich werde zu hart zu dem. Lass den doch mal in Ruhe, Digga. Olli hat den gerade echt geroast. Digga, er hat den gebraten. Ich muss jetzt mit Olli mithalten. Ich muss noch ein bisschen mehr rasieren. Ja, soll er sich doch noch eine Xanax da reinziehen? Ja, mein Gott. Vielleicht ist aber auch ganz gut, dass der Vater bis 15 Uhr schläft, damit die Kinder sich weiter so cool entwickeln können. Vielleicht ist es auch einfach richtig so, dass er einfach oben im Schlafzimmer bleibt und sich noch eine Xanax reinhaut oder so. Keine Ahnung, es tut mir auch leid, aber so leid tut es mir jetzt auch wieder nicht, weil er auch einfach immer ein Unsympath war. Tut mir leid, egal, ja. Ja, aber die Kinder können da ja nichts fühlen. Nee, die Kinder können da gar nichts fühlen. Die sollen ja auch einen gesunden Papa haben. Deswegen würde ich sagen, Handy aus. Aber das geht nicht, weil die brauchen Kohle. Aber mein Gott, so ist das Leben. Und sie hat ihren Shit einfach together, ne? Also muss man wirklich sage, ich glaube, der hätte das alles niemals geschafft ohne sie. Also sie ist wirklich, das finde ich schon einigermaßen krass. Also sie sagt dann zwar immer alles ganz toll und sowas, aber was bleibt dir anderes übrig, wenn die Scheiße so am Dampfen ist wie bei der Familie Fercici? Nach außen wenigstens so zu tun, als wäre alles mega geil, aber du kannst halt nach Berlin, dann steht wieder das LKA da direkt am Flughafen und hol dich ab und so, weil da auch nicht weiß, welcher Abu Shaka gerade schlechte Laune hat. Es ist einfach kein geiles Leben und auch da die Kinder auf so eine internationale Privatschule zu schicken, bei 50 Grad im Winter irgendwie, das sieht zwar alles toll aus, aber ich glaube nicht, dass das ein geiles Leben ist. Das ist eine künstliche Kackstadt, die da errichtet wurde. Ich will dann, also weißt du, was ich meine? Du fühlst einfach in jeder Sekunde, dass sie hat, ist einfach alles aus dem Boden gestampft und außerhalb, glaube ich, dieses Zirkels ist einfach Wüste drumherum und du weißt, wenn du ein bisschen zu weit fährst, denkst du, scheiße, hier kommt gar nichts mehr. Wie Truman Show so ein bisschen, weißt du? Ja, künstlich. Ey, das ist so wahr. Jeder, der schon mal in Dubai war, weiß genau, was er meint. Es ist wirklich wie Truman Show so ein bisschen. Du denkst, wenn du ein Stück rausfährst, denkst du, es kommt ja nichts mehr, es ist alles nur Fake. Richtete Welt, die irgendwann ein Ende hat. Und das Ende ist jetzt aber keine Wand, sondern einfach die Wüste, wo da nichts mehr kommt. So kommt das immer rüber. Wo wir gerade dabei sind, erinnere ich mich jetzt, Jan, wo wir unsere erste Sendung im neuen Jahr machen, dass ich mir Instagram gleich wieder hochladen muss. Ich habe ja tatsächlich die Tradition, mir für ein paar Wochen, wenn wir hier durch sind, Social Media komplett runterzunehmen. Jetzt hatte ich aber natürlich, wie das so ist, die ersten Tage, nachdem Instagram runter war, dann nachts zum Schlafen gehen, mir alte Facebook-Nachrichten angeguckt. Da habt ihr Facebook aufgemacht, was ich seit Jahren nicht mache. Mach das doch nicht, Olli. Jetzt hat mir einer geschrieben und das muss ich ganz kurz erzählen, weil manchmal ist Social Media wirklich gut. Also, gut. Zieht euch das rein, fest und flauschig. Das ist ein richtiger Podcast. Ihr wisst ja, wo das ist. Das ist einer der größten, vielleicht zurzeit. Die wechseln sich, glaube ich, mit Felix ab, wer mal wieder der Größte ist. Das ist mal wieder Podcast, Leute. Ey, diese Anna-Maria und Animus-Podcast, ne? Alter. Und das von professionellen Sprechgesangsartisten, die seit 10 Jahren rappen, schaffen die keinen Podcast, Alter. Ah, echt krass, Alter. Zu wenig, Adam hat recht, zu wenig kennst du und zu wenig Homo-Jokes. Sonst wäre das ein guter Podcast. Hähnchenkeule in Fresse. Oh Mann, das ist doch wirklich wild.